Naja, die Unternehmen sind ja ohnehin jetzt in einer Phase nach Corona, wegen der weltpolitischen Veränderung, wegen einem stark auftretenden investierenden China, ohnehin ja schon in Bedrängnis geraten. Und das, was jetzt kommt durch die inflationären Tendenzen, das setzt noch mal richtig eins drauf. Denn wir sind ja in diesen Phasen, die eben beschrieben worden sind, sind wir ja schon durch. Wir sind ja schon in den Lohnerhöhungsrunden. Wir kriegen jetzt den erhöhten Mindestlohn. Und das alles muss ein Unternehmen ja finanzieren, denn den Mindestlohn zahlt ja nicht der Staat, der beschließt ihn. Aber er zahlt ihn ja am Ende nicht, sondern die Unternehmen müssen es erwirtschaften für die Mitarbeiter. Und höhere Rohstoffpreise, eine politische Situation, wo politisch gemachte Preise für manche Dinge noch hinzukommen und die deutsche Wirtschaft schwächen, dann hohe Lohnkosten durch höheren Mindestlohn, die Gewerkschaften ziehen natürlich jetzt nach durch hohe Lohnforderungen, weil sie sagen, wir wollen den Kaufkraftverlust durch die Inflation ausgeglichen haben für ihre Mitglieder. Das alles führt erstmal zu enorm gestiegenen Kosten bei den Unternehmen. Und die müssen natürlich diese Kosten auf ihre Produkte an den Verbraucher letztlich auch wieder weitergeben. Und das führt in diese Spirale. Und Spiralen haben ja die Angewohnheit, dass sie sich irgendwann von selbst nach oben drehen. Und damit das nicht passiert, müsste die Politik jetzt, und das ist ja etwas, wo ich sage, darüber müssten wir uns auch mal unterhalten in diesem Land, in dieser Gesellschaft. Wie kann Politik jetzt eigentlich gegensteuern? Brauchen wir ein Moratorium für bestimmte Steuern und Abgaben? Müssen wir die Mehrwertsteuer wieder senken? Müssen wir an andere Abgaben denken, bei den Energiekosten, um zu versuchen, diese Spirale zumindest mal abzubremsen? Damit der Verbraucher und natürlich der Unternehmer, der für die Wirtschaftskraft und die Preise ein wesentliches Schräubchen ist, damit die vernünftig arbeiten können, ohne dass die Preise durch die Decke gehen.